vor einem Jahr, am 28. Juni 2009, wurde die Demokratie in Honduras zu Grabe getragen. Und zwar passierte Folgendes. In den Morgenstunden kam die Militärpolizei in das Haus des legitimen Präsidenten Manuel Zelaya, nahm ihn fest im Pyjama und brachte ihn außer Landes nach Costa Rica. In Folge übernahm eine Putschregierung das Kommando, eine zivil-militärische Putschregierung. Diese Putschregierung ist und war verantwortlich für hunderte Menschenrechtsverletzungen, Morde, Verschleppungen, Gewalt, Widerstandszerbrechung etc. Diese Putschregierung wurde von niemandem anerkannt auf dieser Welt, abgesehen von ein paar, glaube ich, drei Staaten Zentral- und Südamerikas. Die breite Masse der Weltgemeinschaft hat diese Regierung aber nicht anerkannt. Diese Regierung, diese Putschregierung, hat dann im November Wahlen abgehalten, ohne Beobachter, internationale Beobachter, und davor ist dann eine neue Regierung herausgekommen mit einem Präsidenten Lobo, der dann im Jänner 2010 die Macht übernommen hat. Damit dachte die Putschregierung, ihren Putsch zu legitimieren. Die erste Aktion dieser dieses neu gewählten Präsidenten war dann eine Generalamnestie für alle Putschisten. Wenn man geglaubt hatte, dass damit die Gewalt, der Terror gegen die Bevölkerung ein Ende genommen hätte, der war schwer enttäuscht und getäuscht. Seit der Amtsübernahme durch diesen illegitimen Präsidenten Lobo, das war also im Ende Jänner 2010, hat es Dutzende Tote gegeben, Morde, Leute, die gezielt von Todesschwadronen und Paramilitärs ermordet wurden. Unter ihnen auch 9 Journalisten. Erst da ist ein gewisser Aufschrei durch die Weltbevölkerung gegangen und die Weltgemeinschaft, die gesagt hat, naja, so einen Präsidenten können wir nicht anerkennen. Leider ist oft die Zeit ein Faktor, wo auf Vergessen gesetzt wird. Wir stehen hier jetzt am ersten Jahrestag dieses Putsches, um eben nicht zu vergessen, um klar zu sagen, wir stehen genauso wie die Frente Nacional de Resistencia Popular, die nationale Widerstandsfront, die den Widerstand in Honduras trägt, und sagen, nein, so einen Putsch darf man nicht akzeptieren, nunca más. Aber auch, und das steht hier auf meinem Leibchen auch, ¿quién dijo miedo? Wer hat denn Angst davor? Wir haben alle keine Angst. Wir hier reden leicht. Die Leute, Freunde, die in Honduras im Widerstand kämpfen, die haben das auszustehen. Aber wir wollen ihnen damit signalisieren, dass wir uns mit ihnen solidarisieren. Venceremos. Nunca más. ¿Quién dijo miedo? Ich komme aus Chile. Ich kam nach Österreich genau vor über 30 Jahren. Ich habe in Chile einen Militärputsch erlebt. Ich musste mein Land verlassen. Heutzutage leidet der honduranische Volk genau dieselbe, wie wir gelitten haben vor viele, viele Jahren. Präsident Zelaya ist im Ausland. Er ist noch immer der legitime Präsident Honduras, weil er konnte sein Mandat nicht zu Ende bringen. Er wurde vorher abgestürzt und er wartet, weil sein Volk hat einen starken Widerstand aufgebaut. Und es wird ein Tag kommen, wo der Kampf von den honduranischen Volk plus die internationale Solidarität wieder Gerechtigkeit
Demokratie in Honduras wiederherstellen werden. Ich danke die Möglichkeit, diese Worte heute hier sagen zu dürfen. Vielen Dank. Ich bin froh und ich sage nur im Namen der Volksfront hier, dass wir diesen Widerstand der Bevölkerung in Honduras und auch überall sonst wo gegen den Neoliberalismus, gegen die imperialistische Politik unterstützen. Auch in Honduras ein Teil dieser Politik, die ausgehend ist, speziell von den USA, als Labor Lateinamerika ist es in der Geschichte immer wieder zu derartigen Putschen gekommen, wo die Bevölkerung, wo die Menschen draufzahlen mussten, Hunderte und Tausende verschwunden sind, massakriert worden sind, nur für den Profit und die Interessen der Herrschenden in den imperialistischen Staaten. Honduras ist aber hier auch ein Teil der Hoffnung, dass der Widerstand der Völker weiter bestehen bleibt für eine gerechte und friedliche Welt, für eine Gemeinsamkeit, für eine Solidarität unter den Völkern. Genauso wie es ist in Palästina, wie es ist im Irak, wie in der internationalen Bewegung heute diese Länder und diese Widerstände Bewegung schaffen und uns erneut daran erinnern, dass dieses Schicksal kein Schicksal ist, sondern unsere Aufgabe, uns zu solidarisieren, ist auch Honduras Teil davon. Und deswegen ist es für uns eine Aufgabe, hier zu stehen, nicht nur heute, am Tag, an dem der Putsch passiert ist und auch der Widerstand begonnen hat. Der Widerstand geht weiter, der Kampf geht weiter und die Hoffnung, sie wird größer werden, wenn wir uns zusammenschließen und aufhören, uns zu spalten, aufhören, in kleineren Gruppen unterzugehen und uns wirklich innerhalb der Bevölkerung versuchen, Gehör zu verschaffen. Es lebe der Widerstand in diesem Sinne, der Widerstand der unterdrückten Völker weltweit gegen die imperialistische Barbarei, gegen den Kapitalismus. Es lebe dieser Widerstand und die Solidarität. Danke und venceremos el pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido. El pueblo unido, jamás será vencido.